Schau mal kurz, ob hier irgendwo eine Eule ist. X-19 müssen erreicht werden. Ach, halt doch deine Klappe. Ich bin doch nicht nur Yasha. Ich okay? Nee. Mach Platz.敵の精霊術でも影響がある類のやつは遠くから仕掛けてくる上に威力もあって厄介だな。私邪魔できると思うよ。邪魔？影響している時って心が無防備になるんだけど、その隙に集まった力を横取りする技があるんだ。横取りってどうするんだ？それで自分で好きな時に使えるように。 取っておける。横取りした力を解放するだけだから、その一回きりだけどね。あと、それをされると集中できなくなるから、相手はしばらく詠唱できなくなるはずだよ。相手の術を奪える上に、しばらく使えなくする。リンウェルの魔法はそんなことまでできるのか。一族秘伝の奥義から学ばされたんだ。この先。 栄翔する強敵に出くわしたら、カメ、サウンドついた。カメ、バンディレ。難しいけど頑張るよ。カメ、サウンド。力の差も測れなかったのね。 Hier ist keine Eule. Aua. この調子で行きましょう。 Ich habe keinen Plan, wo jetzt hier noch eine Eule sein soll. Eigentlich ins Haus? Ja. Hühnchen. Wieder sehr interessante Themen. Was? Lululu. Wo denn? Hä? Was will die Eule von mir? Auf dem Mod-Server ist eine Liste mit Hostnamen einfach über 300 Stück. 300?! Ja.
Boah, das will ich mir jetzt auch mal anschauen. Achso, PN. Alter. Alter. Uff. Warte mal, ich muss mal kurz das auf dem... Ich muss das mal kurz komplett öffnen. Wie machen wir eigentlich so eine Textdatei immer? Alter. Oh, nee. Da habt ihr aber eine Menge zu tun, ne? Ach du Scheiße. Nacht, May, du Dreckiger. Schlaf schön. Schade, dass da nicht ein Bann immer davor ist, weil dann könnte man das einfacher machen. Oh. Ja, ich weiß ja nicht, wer Bock hat auf die ganzen Bans jetzt hier. Mach nicht zu lange. Wir gucken uns gerade eine Liste mit 300 Hotspots an. Puff. Das Band kann man easy davor setzen. Ja, ja, klar, aber bei 300 Stück ist schon noch übel. Trotzdem. Eieiei. Ja, das ist wirklich krass. Soll ich das eben machen? Bis moin. Genau. Jetzt aber auch nicht mehr so lange machen. Ist ja schon wieder halb. Aber ich will die Eule finden. Wo immer die ist. Giftes Scheißvieh. Keine Ahnung. So näher ich bin. Aber ich war doch nicht nah. Das ist irgendwo hier gewesen. Kein Plan. Vielleicht finde ich es noch raus, wie das funktioniert. Extrem geschnitten. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber das blutet jetzt nicht so sehr. Wenn nicht, würde ich wirklich mal einen Notarzt rufen. Wenn es sehr schlimm ist. Ah, nicht. Ich hoffe nicht, dass es schlimm ist. Halt das nicht nötig, nur zwischen Daumen und Zeigefinger. Alles gut. Okay. Ja, du kannst mal sehen, wie schnell wir uns Sorgen machen. Dann gut abbinden. Jetzt fliegt diese Scheiße hier rum. Hau ab! Ah,
Oh nee. Was machen die für Geräusche? Oh nee. Diese Qual. Oh, das ist ja schlimmer als gedacht. じゃあ、リンウェルが唱え始めたら 敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん。お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私、栄翔が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使う時はいきなり使えるってことか。すごいな。うん。まだうまく使いこなせない。きっと役に立つと思うから。 Ich frage besser nicht, wie das passiert ist. Drückt ihr einfach nur die Daumen, dass das schnell aufhört und. Verbesserung auf jeden Fall. Hör auf! Shizukane. Sorerashiki Hitokage mo mienai. Mo tsuretekarete shimatta no ka? Ne. 村の人に話を聞くなら隠れててもいい意味ないよ。それにどうせ誰かしらが密告すると思う。あ、ルシャーブ。うん、オッケー。私は知らない。シネット、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 シネ
Also gut, wir kümmern uns um dein Zeugelproblem. Ach ja? Aber klar, wir erledigen die Zeugel, die um das Dorf herumstreunern. Was immer er vorhat, es kann nicht schaden, wenn wir sie für ihn erledigen, oder? Du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Den Asterix würde ich auch mal gern wiedersehen. Ich glaube... Oh, schon okay, wir wollten es tun. Du musst uns nichts verraten, was du nicht willst. Ah, voll eingeklemmt hier. Sind jetzt... Feuer unter dem Eis. Gut, dann schauen wir uns erstmal hier um. Oh! Wie süß! Boss-Massagestuhl, ja. Eindeutig. Aber du kannst ihn nicht streicheln. Schlechtes Spiel. Und der macht keine Laute. Die Eule haben sie vertont, ne? Merk schon. Ja, halt denn. Dieses Scheiß wie nicht. Wo ist es denn? Ich seh's nicht. Hä? Ach da! Was zur Hölle? Wolfsohren habe ich jetzt bekommen. Im Korb, ja. Was für dreckige Eule, ja. Was zur Hölle? Kannst du ja Krach machen hier und der. Ricky im Chat jetzt. Ja, ist ja auch schon spät. Hey Kumpel, wenn es keine zu große Bitte ist, meinst du, du könntest etwas Silagin entbehren? Bett? Grinwell, hast du eine Ahnung, wovon der Typ spricht? Ich glaube, er redet von Alkohol. Natürlich meine ich Alkohol. Was denn sonst? Warte mal, ihr seid auch aus der Gegend hier? Ihr seid nicht aus der Gegend hier, hm? Ha! An eurer Stelle würde ich hier ganz schnell die Biege machen, bevor euch jemand meldet. Na, bei dem ist die Stimmung aber schnell umgeschlagen. Man kann es ihm nicht vorwerfen. Die Leute hier wachsen damit auf, dass man die eigenen Nachbarn verdächtigt, ganz zu schweigen von Fremden. So bräuchst du dieses Zeugs überhaupt? Na, ob die Strahlaugen den Laden führen oder nicht, ich muss doch irgendwo das Essen auf den Tisch bringen. Und ohne Silagin oder Gin erfriere ich noch bei der Arbeit in dieser Eisenskälte. Du willst dich also nicht nur glücklich saufen, du willst damit gegen die Kälte ankämpfen. Wir haben leider keinen Gin dabei. Können wir dir vielleicht anderweitig helfen? Ja, wir wollen auch nichts dafür zurück, wir wollen einfach helfen. Meint ihr das ernst? Na, in dem Fall könntet ihr mir vielleicht die Zutaten besorgen, um ihn zu brauen. Alles, was ich brauche, könnt ihr von Zeugen erlangen. Hat geschnitten zu werden, nachdem ich einen halben Liter Blut gespendet habe. Ja, das ist nicht so cool. Finde ich nicht so gut. Hallo Winchester, am Zocken? Ja, nicht mehr lang, aber... Oh, es ist 3.33 Uhr, mein Vollbart wächst jetzt. Das ist ein Insider. Ich wusste gar nicht, dass man das Zeugelteil in Alkohol herstellen kann. Die Leute sind echt erfinderisch. Okay, ne, lügt. Der ist gar nicht nur bei mir. Der ist auch bei May, bei Klaus, bei...
Bei Jenny war ja letztens. Weiß ich nicht. Und Vapor, da auch. Hast nicht mehr lang bis zum Feierabend, streamst du? Nein. Bin müde und langsam wird lesen der anstrengend. Ich sag dir fast nur, ja. Ja, du bist der Oberverräter, ja? Ich dachte, es ist No Limit Freitag. Ja, aber ich kann irgendwann nicht mehr. Ja, ich mache ohne Limit, aber ich bin irgendwie. Machst du das hier? Ja, das ist das. Macht es euch wirklich nichts aus, das mir zu überlassen? Es gehört dir. Wir brauchen die Sache gerade sowieso nicht dringend. Aber ich muss einfach fragen, wie um alles in der Welt brauchst du aus dem Zeug Alkohol? Im Prinzip kannst du einfach so reinbeißen, aber niemand wäre blöd genug, die kostbaren Zutaten so zu verschwenden. Man muss sie im Schnee packen und dann eine Woche lang am Feuer liegen lassen. Wenn man den geschmolzenen Schnee destilliert, puff, wow. Aber man muss vorsichtig sein. Das ist so stark, dass man damit die halbe Bude abfackeln kann, wenn man nicht aufpasst. Oh, jetzt will ich es probieren. Echt? Was? Nicht, bist du alt genug? Bist du Rinwell? Weiß. Ach, die ist noch nicht 8. Aber wie ich schon sagte, ohne dieses Zeugs kann ich niemals draußen arbeiten. Also vielen Dank. Schön zu sehen, dass es noch anständige Leute auf der Welt gibt. Gerne. Jetzt kann Pen gehen, wann sie will. Ja. Stimmt. Langsam fällt mir das Reden und Lesen auch sehr schwer. Nee, wäre keine gute Idee, Winchester. Dusch und Bett rufen, all noch ein gutes Nächtle. Chip, denn schlaf schön. Danke, dass du da warst. Wenn mal schön ist. Ja, Yami, du Verräter. Ja. Würde ich jetzt auch erzählen. Was mit dem Lesen war schon problematisch bei dem ersten Hype-Train. Ja. Halt's mir doch noch vor. Eckiger. Pat bei Chloe. Warum gibst du mir Befehle? Mach das selber. Bin ich dreckig, ich bin rostig. Ja. Ihr seht mir ziemlich verdächtig aus. Ich sehe euch sofort an, dass ihr nicht aus diesem Bereiten stammt. Normalerweise würde ich euch sofort den Amt melden. Wow, was für Petzen hier alles. Und die Sache ist erledigt, hm? Was soll ich bloß tun? Hör mal, wir wollen keinen Ärger machen. Können wir dich vielleicht irgendwie überzeugen, dass du Stillschweigen bewahrst? Ja, das Amt zahlt hübsche Sümmchen an Tippgeber. Was habt ihr mitzubieten? Wie war das? Wir müssen dir überhaupt nichts geben. Und glaub mir, es gibt viele andere Möglichkeiten, dich zum Schweigen zu bringen. Ruhig, Sion. Ich gebe dir gleich Ruhe. Also gut, was willst du? Na, mal sehen. Oh, ich weiß, ich könnte etwas Essen brauchen. Wie wär's, wenn ihr mir etwas Obst und Gemüse bringt? Darf ich Ihnen die Zähne ausschlagen? Und ich meinte nicht das welke Zeug, das hier wächst. Ich rede von frischen, wilden Sachen, die außerhalb zu finden sind. Ja. Reingespuckt. Oh, du hast Essen für mich. Na, los doch. Mach hin und lass es rüberwachsen. Boah! Kastrier ihn! Boah, mach das nochmal! Ich schmeiß dir Olle gegen den Kopf. Irgendwas kommt mir an der Sache dubios vor. Warum hast du so darauf bestanden, dass die Sachen von außerhalb des Dorfes stammen, wenn du sie hier selbst anbauen kannst? Ich hab's euch doch gesagt, die wilden Sachen sind viel frischer. Der Boden hier ist ziemlich wertlos. Das Problem ist, wir dürfen das Dorf nicht einfach verlassen, wenn immer
wir wollen. Und außerdem wimmelt es draußen von Zeugeln. Also dürfen wir für dich unser Hals riskieren? Wow, du bist ein echt feiner Kerl. Na dann viel Erfolg mit dem Essen, würde ich sagen. Was? Wer hat denn was von Essen gesagt? Sei nicht albern. Ich werde das alles nicht einfach aufessen. Aber wenn du es nicht isst, wofür brauchst du es dann? Ich werde alles verkaufen, ist doch logisch. Hast du eine Ahnung, was hier für eine Nachfrage nach frischem Essen herrscht? Oh, ist das... Na toll, jetzt fühle ich mich echt mies, dass wir den Halunken geholfen haben. Das Reich hat echt noch eine Menge Probleme zu lösen. Wenn wir nicht einfach abschlachten und irgendwo im Schnee begraben, merkt doch eh keiner. Soll ich noch eine Nebensache machen und dann... Wartet, ich muss erst mal gucken. Besiege 7-mal Eishof in den weißen Silberebenen. Okay. Liebe Chat, Liebe, ja. Ja, Yami hat auch Schläge bekommen. Sehr schön. Sie hat es auch verdient, weil sie gelungen hat wegen dem Wildschwein. Also perfekt. Bin zufrieden. Ich treffe gerade nur die richtigen, ja. Das ist unglaublich. Hey, wir sind zurück. Wir haben so viele Zeuge in der Nähe erledigt, wie wir nur finden konnten. Das macht es hoffentlich etwas sicherer, hier herumzulaufen. Ich weiß nicht, was du vorhast, Kleiner, aber ich hoffe, es wendet sich alles zum Guten für dich. Wir sehen uns. Wartet. Ich verstehe das nicht. Warum habt ihr das getan, obwohl ihr nichts dabei gewinnen könnt? Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts unternommen hätte und die Zeuge dich nachher zum Frühstück verspeist hätten. Darum. Und deshalb habt ihr die Zeuge bekämpft, obwohl es hier nur von Schlangenaugen wimmelt? Wenn man dafür sorgen kann, dass niemand stirbt, ist das doch ein guter Grund, alles Mögliche zu tun. Meinst du nicht? Wird dir auf dem Weg hierher vielleicht ein Mann begegnet, der einen Gemischtwarenladen in einer kleinen Hütte betreibt? Jetzt, wo du es erwähnst? Ja, sind wir. Warum? Brauchst du etwas von ihnen? Da gibt es jemanden, den ich heiraten will. Hm? Schon verstanden, du wolltest in den Laden, damit er dir eins dieser Dinger machen kann, macht, hm? Weißt du, wovon er spricht, Rinwell? Natürlich, früher schenken die Leute
in Sailoria einen geliebten Menschen diese besonderen Eulenamulette als Zeichen ihrer Gefühle. Also wenn man mir sowas schenkt, dann zeigt man mir damit, dass man mich hasst. Aber abgrundtief, weil ich hasse Eulen. Ich würde es denjenigen in den Kopf werfen. Ich muss was wieder schenken, verpiss dich, Yami. Oh, natürlich früher, ja, okay. Eine wirklich alte Tradition. Ich hatte nicht gedacht, dass heute überhaupt noch jemand davon weiß. Das stimmt. Ich weiß, es klingt seltsam, aber angesichts der Sitten in Sailoria hielt ich es für sehr wichtig, mir diese Mühe zu machen. Es ist nicht seltsam. Ich finde, es ist eine wunderschöne Geste. Warte mal, wenn du nur einen Gemischtwarenladen brauchst, gibt es in diesem Dorf etwa keinen? Der Mann, der den Laden in der Hütte gehört, ist ein alter Freund aus Kindheitstagen. Dieses Amulett ist sehr wichtig. Daher will ich, dass es von ihm stammt. Jetzt verstehe ich. Klingt so, als hätte ich die ganze Zeugeljagd also gelohnt, hm? Sonst hätte ich nie die Gelegenheit gehabt, etwas über diese besondere Tradition zu erfahren. Danke für alles, was ihr getan habt. Das werde ich nie vergessen. Yummy, ja. Ja, schenk mir das doch gar nicht. Hey, solange du noch kannst. Ja, für dort Zeit. Eight, okay, was? 39, so wenig. Okay, und hast David zu 4%. Also mögt ihr euch, sehr schön. Pet, pet. Nein, er schenkt mir das nicht. Er hat doch nur getrollt, hat er davon gesagt, im Discord. Ich nenne ihn immer Safi, aber die nennen ihn immer irgendwie Schisch. Ich habe keine Ahnung, wie sie es aussprechen. Das kriege ich hin.